10 Tänze, aber auch 1980 zum Beispiel Disco-Weltmeister. Und das lassen Sie auch in Ihrer Musikmischung einfließen. Sie setzt sich zusammen aus Disco-Musik, aus Samba-Rhythmen, Rumba, Soul. Lassen Sie sich überraschen. Ganz schön keck, die Geschwister Hall aus Osnabrück. Also kein Paar zeigt eine Kür mit so viel Feuer und Temperament. Man darf wirklich gespannt sein, wie die Wertungsrichter das Ganze beurteilen. Sie haben nämlich einen Nachteil, die beiden. Jeder weiß, dass sie ein sehr, sehr gutes Allround-Paar sind. Und deshalb werden sie in den Einzelsektionen immer etwas niedriger gewertet, als sie es verdient haben. Übrigens schon ein ganz altes Profi-Paar eigentlich. Nicht ja. Seit 75 schon ja. Professional. Ja. Er ist übrigens auch inoffizieller Breakdance-Weltmeister. Spürte man noch etwas in der Präsentation? Judges, please, are you ready? Die erste Wertung, technischer Inhalt. 5,9. Rudi Trautz zieht die 5,9, der Engländer 5,6. Da sieht man wieder die Gegensätze. 5,8. 6,0. Die erste 6,0 des Abends. Und 5,9 von Frau Polei aus Österreich. Ich glaube, damit können die beiden zufrieden sein. Auch zu Recht vergeben, ja. Glaube ich, diese gute Benotung. 6,0, 5,8, 5,8. Und die B-Note für den künstlerischen 5,9. Eindruck sogar noch 6,0. Eine Spur höher. Zweimal die 6,0. Ganz toll. Das waren also die Tänzer aus Deutschland. Vielleicht hätte es noch etwas besser sein können. Zunächst herzlichen Glückwunsch an Ralf Le Peyne und Lydia Weißer und Michael Hall und Patsy Hall-Krogul. Ihr beiden, fühlen Sie sich gerecht bewertet?
Ich glaube, gerecht bewertet muss man eigentlich immer sagen, denn es waren ja eigentlich nur Fachleute als Wertungsrichter dort und ich glaube schon, dass sie das richtige Auge gehabt haben. Ralf Le Peyne, etwas enttäuscht? Mit Sicherheit nicht, man sieht sich ja selber nicht. Wir werden das zuerst mal vielleicht eben dann auf Studie, auf Video dann sehen und dann werden wir das natürlich eingehend besprechen. Mal gucken, was zu verbessern ist, um das nächste Jahr vielleicht Weltmeister zu werden. Michael, hätten Sie gedacht, dass nach den 8 Tagen wieder ein 3. Platz herausspringt? Vor 8 Tagen waren Sie ja 3. bei den Standardweltmeisterschaften. Und ich habe eigentlich gedacht, nachdem ich die Leistung der Paare gesehen habe, besonders im Finale, habe ich gedacht, vielleicht könnte ich wiederum, also wir wiederum den 3. Platz erreichen oder vielleicht auch den 2. Aber wir sind sehr, sehr zufrieden, dass wir bei dieser Weltmeisterschaft in Latein, wo nur Lateinexperten dabei waren, dass wir da den 3. Platz uns eingeholt haben. Was mich ein bisschen erstaunt hat, es gab relativ wenig Sechsen. Das war in Augsburg ganz anders. Also, das stimmt. Ich hatte mehr Sechsen erwartet für Ralf und Lydia. War ganz erstaunt eigentlich, dass die Sechsen sehr verteilt waren, eigentlich über die 4 Paare. Nochmals herzlichen Glückwunsch und vielen Dank. Dankeschön. Ja, Dankeschön.